Hallo ihr Lieben, ich habe euch aufgefordert, mir auf Snapchat Fragen zu stellen und genau deshalb habe ich heute mal wieder ein Snapchat Q&A für euch. Ich werde mir jetzt gleich mal ein paar Fragen raussuchen und die werde ich dann auch beantworten und dann würde ich sagen, wir starten mal direkt ins Video. Würdest du dir die Haare so kurz schneiden lassen und dazu auch noch knallpink oder in einer anderen Farbe färben, halt wirklich so bunt? Das ist eine gute Frage, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube eigentlich schon, weil ich habe ja jetzt schon mega lange Haare bekommen und ich weiß auf jeden Fall, dass ich sie mir abschneiden möchte. Noch nicht in nächster Zeit, aber ich denke mal so in 5 Jahren vielleicht. Ich weiß nicht, ich glaube, ich muss mich erst dazu bereit fühlen, weil ich habe meine Haare halt echt lange jetzt wachsen lassen, weil ich ja früher so kurze Haare hatte. Und ja, ich glaube, es dauert noch ein bisschen, aber ich habe definitiv vor, mir in 5, 6 Jahren mal die Haare kurz zu schneiden, also so ein Long Bob und dann eventuell auch mit Farbe, klar, so knallblau, knallpink, knalllila, also da bin ich auf jeden Fall dabei. Hallo Maren, da One Tree Hill genau wie bei dir auch meine Lieblingsserie ist, dachte ich, stelle ich dir ein paar Fragen dazu. Und zwar zum einen, was sind deine Top 5 Lieblingscharaktere? Also meine Top 5 Lieblingscharaktere bei One Tree Hill. Also auf jeden Fall Brooke, Nathan, Hayley, Chris Keller, obwohl, ja, ich weiß nicht, voll viele mögen den gar nicht, aber ich liebe ihn, ich finde ihn so lustig. Ich weiß nicht, ich finde das voll schwer. Jamie finde ich süß, Dan finde ich cool, Lucas finde ich eigentlich auch ganz cool. Das ist sehr schwer. Quentin finde ich zum Beispiel auch toll, also es ist sehr, sehr schwer. Skills mag ich auch, es gibt einfach viel zu viele. Welche Serie schaust du gerade? Standardfrage an dich. Ja, das ist echt so eine Standardfrage. Aber egal, ich beantworte sie trotzdem, denn es gibt immer wieder neue Serien, die ich anfange. Und momentan, also ich habe vor kurzem die Lemony Snicket Reihe, also eine Reihe betrüblicher Ereignisse, habe ich beendet. Und geliebt, Leute, wenn ihr meinen Livestream nicht geschaut habt, dann shame on you. Das mochte ich sehr, sehr gerne. Das läuft ja momentan auf Netflix. Und ansonsten versuche ich, ich schaue noch Friends zurzeit und Modern Family und natürlich Teen Wolf, so das Übliche, was gerade halt so läuft. Supernatural wollte ich auch mal wieder aufholen und irgendwie habe ich auch voll Bock momentan wieder bei House of Cards was aufzuholen, weil da ja jetzt irgendwie auch die 5. Staffel angekündigt wurde, glaube ich. Und ja, ansonsten schaue ich auch noch Lost und ich rewatche auch noch gerade Game of Thrones, also ich bin schon echt gut dabei, Leute. Was war oder ist dein Lieblingsschulfach? Interessante Frage. Ich glaube, ich habe das schon öfters mal beantwortet, aber nochmal ganz kurz. Es ist, also mein Lieblingsfach war Englisch, Deutsch und Informatik. Das mochte ich sehr, 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 sehr gerne. Was ist dir außer deiner Familie und deinen Freunden am wichtigsten im Leben? Okay, das ist sehr, sehr schwer. Es gibt ja einiges, was mir sehr wichtig ist. Also natürlich, klar, Familie, Freunde, wie du auch geschrieben hattest. Gesundheit ist mir auch total wichtig. Gesundheit ist allgemein sehr, sehr wichtig. Und sonst, das Tanzen ist mir sehr wichtig, ja. Das ist ja, also ich tanze seit 9 Jahren Hip-Hop. Und ja, das ist halt, das gehört einfach zu mir. Also, das gehört einfach dazu, deswegen ist es mir halt mega wichtig. Achso, und natürlich, dass ich immer glücklich bin und, oder fast immer glücklich bin und dass es mir halt so gut geht im Leben. Das ist mir auch sehr wichtig. Hallo Maren, ich weiß nicht, ob das jetzt schon zu spät ist, um dir Snaps zu schicken, aber falls nicht, wollte ich dich fragen, ob du noch Tattoo-Pläne hast. Das ist eine gute Frage. Also, falls ihr es nicht wisst, ich weiß nicht, ich habe auch mal ein Video gemacht zu meinen Tattoos, also ich habe hier eins und dann habe ich noch auf dem Rücken eins. Und, also das hier ist jetzt auch schon länger her. Wann war denn das? Ich glaube vor 2,5 Jahren oder so. Ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall Bock, mir was stechen zu lassen. Also es ist schon, also ich habe schon vor, ja, auf jeden Fall, aber es dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, weil ich halt das perfekte Motiv möchte. Ich habe schon ungefähr die Aussage, also was es bedeuten soll. Ja, so ein perfektes Motiv habe ich halt noch nicht gefunden, aber ich bin auf der Suche. War dein Studienfach deine erste Wahl oder wolltest du vorher etwas anderes studieren? Das ist durchaus eine gute Frage. Das ist sehr interessant. Also, ich studiere, für diejenigen, die es nicht wissen, ich studiere im Hauptfach Germanistik, also deutsche Sprach- und Literaturwissenschaften und im Nebenfach Skandinavistik. Und ich glaube, es war schon meine erste Wahl. Also, es gab auch eine Phase in meinem Leben, da wollte ich Immobilienmaklerin werden und habe auch ein Praktikum gemacht. Aber das war dann irgendwie doch nicht so meins. Also, ich weiß nicht. Es war nicht so meins. Und da ich schon immer gern geschrieben habe und gern gelesen habe und Sprache allgemein richtig spannend finde, habe ich mich dann für Germanistik entschieden. Ansonsten hatte ich mir auch mal überlegt, Anglistik zu studieren, weil ich das auch mega, mega cool finde. Also ich liebe Englisch und
Ich habe den Englischunterricht im Frühjahr auch immer so gemocht und ich vermisse den auch wirklich. Also ich vermisse eigentlich nichts aus der Schulzeit, also eigentlich gar nichts, außer dass man vielleicht nicht so viel lernen muss wie jetzt im Studium. Aber ja, den Englischunterricht, den vermisse ich wirklich. Das war eben meine Idee, aber dann habe ich das auch über den Haufen geworfen, weil ich dann so dachte, so ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich kann ja eigentlich schon mehr oder weniger Englisch und ich weiß nicht, ich habe mich dann doch dagegen entschieden und habe mich dann für Skandinavistik im Nebenfach entschieden. Ja, ich weiß auch nicht, aber ich glaube, es war schon meine erste Wahl, so mehr oder weniger. Obwohl mir gerade noch einfällt, dass ich auch mal Astronautin werden wollte, aber dafür waren meine Noten in Physik und so weiter zu schlecht. Deshalb wurde daraus leider nichts. Da waren jetzt wirklich ein paar richtig coole Fragen dabei und ich hoffe, ihr konntet mich ein bisschen besser kennenlernen. Schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, was euer Lieblingsschulfach ist oder war. Das würde mich natürlich auch sehr interessieren. Danke auch an alle, die mir die Fragen geschickt haben. Es tut mir sehr leid, dass ich nicht alle Fragen beantworten konnte, aber dann wäre das Video wahrscheinlich 12 Millionen Stunden lang gewesen. I'm sorry. Vielleicht habt ihr beim nächsten Mal Glück. Ansonsten könnt ihr mir natürlich auch gerne auf Snapchat folgen, dann verpasst ihr auch keine Snapchat Q&As mehr und könnt mir immer eure Fragen schicken. Und natürlich findet ihr auch Instagram, Facebook, Twitter und so weiter und so fort. Alles in der Infobox verlinkt. Wenn ihr neu hier seid, dürft ihr mich natürlich gerne abonnieren. Da freue ich mich sehr. Und dem Video einen Daumen nach oben geben. Das wäre natürlich auch super cool. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!